Ja, Glück auf vom Harzer Enduro-Wanderer und ich sage Danke. Danke zu 500 Abonnenten. Ja, welche Idee habe ich, mich bei euch zu bedanken? Soll ich mich 2 Minuten vor die Kamera setzen und über etwas quatschen? Oder, so wie ich mich entschieden habe, geht es auf einen Rückblick auf 2 Jahre YouTube und in meine persönliche Vergangenheit und anderen Aktivitäten neben dem Enduro-Wandern. Nun geht es erstmal los. 2018 holte ich mir die neue Honda CRF 250 Rallye und es ging auf erste große Tour hoch nach Dänemark. Mittlerweile hat die Rallye 25.000 Kilometer gelaufen und es ist ein wunderschönes Reisemotorrad. Gerade zum Enduro-Wandern ideal geeignet. Dann kam meine erste Big Tour und YouTube begann. Im Mai startete ich solo über 26 Tage und 8000 Kilometer durch 10 Länder Nordeuropas hoch bis zum Nordpolarmeer. Ich machte Fotos und drehte mit einer Billigkamera die ersten Aufnahmen. Diese sollten für mich als Erinnerung sein. Mittlerweile habe ich 500 Abonnenten. Ganz herzlichen Dank dafür. Am 6. Februar 2021 war es dann soweit. Die ersten 100 Abonnenten. Ich war stolz wie Bolle, aber mir war auch arschkalt, denn ich habe im Wintertest mein Tarp im Garten bei hohem Schnee getestet. Dennoch habe ich mich am Abend beim Feuer sehr gefreut, als die Zahl 100 erschien. Herzlichen Dank. Ich hätte nie gedacht, dass ich wenige Monate später die 500 erreiche. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich neben dem Enduro-Wandern auch gern in den Bergen aktiv beim Wandern unterwegs. Auch bei uns im heimischen Harz gibt es da viele Möglichkeiten. Der Harzer Grenzweg, der Harzer Hexenstieg, mit nur wenige Beispiele. Hierzu gibt es auch zahlreiche Videos auf meinem Kanal. Schaut doch einfach mal rein. Ja, und dann mal die Frage an euch. Möchtet ihr nur Videos vom Enduro-Wandern, dem Trans-Euro-Trail sehen oder wie ist es mit Wanderungen oder anderen Aktivitäten von mir? Freue mich da gerne auf Kommentare, was ihr so gerne sehen wollt. Ja, und nun geht es in meine Moped-Vergangenheit. Vom 15. bis zum 50. Lebensjahr. Was habe ich alle schon an 2 Rädern gefahren? Dies ist natürlich nur eine unvollständige Aufzählung. Hier freue ich mich ganz besonders auf Kommentare von euch, ob ihr einige Mopeds auch selber gefahren habt oder wiedererkennt. Thank you.
Ja, nun möchte ich nicht Dampf ablassen, sondern ich möchte nochmals Danke sagen und mit euch allen 500 Abonnenten anstoßen. Und ich sage hiermit ganz herzlich Prost und Danke. Und jetzt freue ich mich, in den Kommentaren von jedem von euch 500 Abonnenten dieses Prost zu erwidern. Da freue ich mich ganz besonders drüber, was da so reinkommt. Herzlichen Dank. Und nun wünsche ich euch noch viel Spaß bei den letzten Bildern. Die letzten Bildern, ja, der Eindrücke des Harzer Enduro-Wanderers. Und ich freue mich, auf die kommenden Monate und Jahre hier auf YouTube weiter mit euch arbeiten zu können. Herzlichen Dank und macht's gut. Bleibt gesund. Euer Harzer Enduro-Wanderer.